Meine sehr verehrten Damen und Herren, haben Sie sich schon einmal gefragt, was eigentlich das Charakteristische der deutschen Küche ist? Wenn man sich überlegt, das ist gar nicht so einfach. Es fallen einem verschiedene Gerichte ein, Matjes, Grünkohl, Spätzle mit Soße. Es ist gar nicht so einfach, etwas Verbindendes zwischen diesen regionalen Küchen zu finden. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie wären noch einmal 20, würden sich für ein Studium an einer deutschen Hochschule interessieren und fragen sich, was da auf Sie zukommt, zum Beispiel kulinarisch. Dann könnten Sie heute auf der Website studentstories.de sich das Podcast 49 anhören. Dort präsentieren zwei Studentinnen, eine deutsche, eine bulgarische, zusammen mit Köchen und mit verschiedenen Blicken in Kochbücher, das Wesen der deutschen Küche zu ergründen. Dieses Projekt studentstories.de wird von Studenten, Deutschen und Ausländischen an der Universität Augsburg getragen. Es ist schon mit mehreren Preisen ausgezeichnet worden, unter anderem mit der Hochschulperle des Stifterverbands, kürzlich mit dem ersten Preis im Wettbewerb Uni gestalten. Und wir haben hier neben mir eine Mitarbeiterin dieses Projekts, Anastasia Popenja. Sie stammt aus Kasachstan, studiert jetzt Medien und Kommunikation an der Universität Augsburg und steht hier auf dem Podium als Zukunftsmacherin. So nennt der Stifterverband Menschen, die exemplarisch für die Ziele stehen, denen sich der Stifterverband in den nächsten Jahren bis zum Jahr 2020 schwerpunktmäßig widmen möchte. Und über diese Initiative wollen wir hier auf dem Podium sprechen, wollen fragen, was zu tun ist und auch was die Menschen motiviert, sich in diesem Bereich zu engagieren. Und ich stelle Ihnen kurz noch die anderen Teilnehmer dieser Runde vor. Links neben mir Frau Professor Dr. Margret Wintermantel, noch wenige Tage Präsidentin der Hochschulrektorenkonferenz. Gestern ist ihr Nachfolger gewählt worden, das ist Horst Tippler aus Karlsruhe. Und Frau Wintermantel ist schon seit Anfang des Jahres in neuer Funktion unterwegs, nämlich als Präsidentin des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, DAAD. Zu meiner Rechten Frau Professor Dr. Anke Hanft, Wirtschaftswissenschaftlerin an der Karl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg. Sie leitet dort das Center für lebenslanges Lernen, abgekürzt übrigens C3L, Center für lebenslanges Lernen. Neben ihr Dr. Kurt Bock, seit vergangenem Jahr Vorstandsvorsitzender der BASF SE und Vizepräsident des Stifterverbandes. Und neben mir Professor Dr. Andreas Schlüter, der Generalsekretär des Stifterverbandes, an den ich die erste Frage richten möchte, die naheliegende Frage: Warum hat sich der Stifterverband unter den vielen Themen, für die man sich lohnenswert engagieren könnte, das Thema Bildung ausgesucht? Ja, ich glaube, ich brauche nicht zu begründen, warum das Thema Bildung eines der zentralen Themen unserer Gesellschaft ist und vor allen Dingen für die gesellschaftliche Entwicklung, die vor uns steht. Warum haben wir uns dieses Thema ausgesucht? Wir sind ein Verband, der im Wesentlichen gegründet worden ist von Wirtschaftsunternehmen in der Bundesrepublik und die beobachten zunehmend mit immer größerer Sorge die Leistungsfähigkeit unseres Bildungssystems. Und wir versuchen aus dieser Perspektive heraus die Ziele unseres Bildungssystems zu beschreiben und Wege aufzuzeigen, wie man einzelne bereits erkannte, beschriebene Defizite beheben kann. Und da ist uns ein Teilbereich ganz besonders wichtig, den ich vielleicht ganz kurz skizzieren kann. Wir haben bereits heute ein großes Defizit an Nachwuchskräften im Bereich der technischen Fächer. Das ist ein großes Problem für die deutsche Wirtschaft. Viele Unternehmen sagen, wir würden eigentlich viel mehr forschen, wenn wir ausreichend junge Menschen hätten, die wir dafür einstellen und damit beschäftigen können. Wir haben viel zu wenig Lehrer, die diese Fächer an Schulen vermitteln, weil sie selber die Ausbildung nicht haben oder darauf nicht vorbereitet sind. Und dieses Problem, das heute bereits diagnostizierbar ist, wird sich in den nächsten Jahren voraussichtlich, wenn nicht Entscheidendes passiert, deutlich verschärfen, weil da zwei Entwicklungen zusammenkommen. Die eine Entwicklung ist beschreibbar durch die Anzahl der Studenten, die demnächst in den nächsten Jahren fertig werden. Wir haben zurzeit noch einen Ansturm auf die deutschen Hochschulen, aber danach kommen geburtenschwache Jahrgänge. Wenn dort nicht mehr eines Jahrgangs ein Studium aufnehmen und speziell in diesen kritischen Fächern Technik, Naturwissenschaften, Ingenieurwesen, dann wird sich das durch diesen Effekt verstärken, weil weniger junge Menschen mit einem Studium fertig werden. Der zweite Effekt ist der, dass
zunehmend ältere Menschen aus dem Erwerbsleben in der nächsten Zeit in diesen Berufen ausscheiden werden. Das sind die relativ starken Jahrgänge Anfang der 50er Jahre geboren. Und beide Effekte zusammen, wenn sich nichts ändert, führt dazu, dass wir einen Fehlbedarf von 20% in diesen Fächern haben. Und das beeinträchtigt die Leistungsfähigkeit unserer Gesellschaft wahrscheinlich in sehr hohem Maße, wenn nicht gegengesteuert wird. Wir haben zu wenig in der Industrie, wir haben aber auch viel zu wenig an den Schulen, die diese Fächer vermitteln. Und genau da setzt ein Teil dieses Projektes an, bei den MINT-Fächern und der Lehrerbildung. Nun kann man beim Thema Bildung das Ganze auch sehr viel größer sehen. Bildung beginnt schon in jungen Jahren. Warum setzt der Stifterverband den Schwerpunkt, Sie sehen es ja auch an der Besetzung des Podiums, eher bei den Hochschulen und in der Zeit danach? Ja, das hat einen formellen und einen inhaltlichen Grund. Zunächst der formelle. Wir sind, wie es an der Tafel steht, der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft. Sehen natürlich, dass es eine sehr breite Bildungskette gibt, die bei der vorkindlichen Bildung, frühkindlichen Bildung, Vorschule anfängt, dann über Grundschule, Schule, sekundäre Bildung, dann das Studium, Bachelor, Master, möglicherweise Promotion, noch nicht zu Ende ist, sondern sich fortsetzt im lebenslangen Lernen. In dieser sehr breiten Kette muss sich der Stifterverband konzentrieren, aus Kapazitätsgründen, aber auch aus Kompetenzgründen. Und unser Thema ist der Hochschulbereich einschließlich des lebenslangen Lernens und deswegen die Konzentration auf dieses Feld. Inhaltlich der Grund, den habe ich eben beschrieben, weil das eines der großen Herausforderungen in unserem Lande sein wird, ausreichend wissenschaftlichen Nachwuchs auszubilden für verschiedene Felder, in denen dieser wissenschaftliche Nachwuchs tätig wird und deswegen die Konzentration auf Hochschule und hochschulische Bildung. Sie haben den Fachkräftemangel und die insbesondere in den naturwissenschaftlich-technischen Fächern angesprochen. Herr Bock, ein Unternehmen wie die BASF ist auf solche Fachkräfte in besonderem Maße angewiesen. Wie wappnen Sie sich auf die Lücke, die da auf Sie zukommen soll? Ja, Herr Mehrer, tatsächlich ist dieser sogenannte zwischen Ingenieur- und Naturwissenschaftlermangel nichts Neues. Das hat es immer schon gegeben. Es gab immer Schwankungen im Bedarf und auch im Angebot. Ich kann mich erinnern, als ich anfing zu studieren, Ende der 70er Jahre, wurde vor dem drohenden Ingenieurmangel gewarnt. Was sich seitdem aber geändert hat, sind drei Dinge. Das eine ist, die Welt sieht heute ganz anders aus. Wir haben Wettbewerb in China, den es damals in dieser Form nicht gab. Es gibt die demografische Entwicklung, das ist angesprochen worden. Und wir haben eine dritte Entwicklung, und das möchte ich auch ganz kurz zeigen, die wir auch beeinflussen können, wohlgemerkt. Das ist nämlich die Qualität unserer Ausbildung. Und da komme ich auch zu Ihrer Frage. Wir brauchen ja nicht nur Ingenieure, wir brauchen auch Fachkräfte, und zwar sehr qualifizierte Fachkräfte. Die BASF führt seit 1975 eine standardisierte Analyse der Rechtschreib- und Rechenkenntnisse der Bewerber für Ausbildungsstellen durch. Realschüler und Hauptschüler. Immer die gleichen Fragen, hat sich nie geändert. Ich versuche das mal in die Kamera zu halten. Das sind die Kurven, die sich daraus ergeben haben. Das heißt, wir haben fast eine Halbierung des Qualifikationsniveaus im Vergleich zu dem, was wir Mitte der 70er Jahre noch angeboten bekamen. Das heißt, wir müssen als Unternehmen im Grunde ein Reparaturbetrieb sein. Wenn die jungen Leute zu uns kommen, haben die völlig neue Fähigkeiten. Die haben heute zwei Daumen, mit denen sie Dinge machen können, von denen wir uns vor 30 Jahren gar nichts vorstellen konnten. Aber sie haben Dinge im Kopf, die wir nicht immer unbedingt brauchen. Das heißt, wir müssen hier trainieren und auch reparieren. Wir versuchen allerdings auch früher anzufangen, denn wir haben festgestellt, wenn sie aus der Schule rauskommen, ist eigentlich schon zu spät. Wir müssen wirklich im frühkindlichen, im vorschulischen und im schulischen Bereich anfangen. Und hier gibt es eine ganze Reihe von Initiativen. Wir machen das als Unternehmen. Wir haben in 34 Ländern der Welt sogenannte Kids and Teen Labs. Das sind also Chemielabore, in denen man ganz praktisch Chemie erfahren kann. Und die Erfahrung ist eben, dass Kinder von Natur aus neugierig sind und auch gerne forschen, bis sie dann in der Schule den falschen Lehrer treffen. Und der andere Aspekt ist, das geht jetzt Richtung Lehrer. Wir versuchen auch eben in den Schulen zu helfen, Lernfähigkeit, Lernkultur, Wissensfreude, Freude an Naturwissenschaften zu fördern. Dafür gibt es beispielsweise die Wissensfabrik, die von der BASF, von meinem Vorgänger federführend mitgegründet wurde. Die ist mittlerweile von 90 Unternehmen getragen in Deutschland, sehr, sehr erfolgreich. Dort werden Hunderttausende von Schülern erreicht und eben auch Lehrern, um ihnen eben auch diese Freude an Technik und Naturwissenschaften beizubringen, was letztendlich die Voraussetzung ist, um unser Land und seine Innovationsfähigkeit so zu erhalten, wie wir es heute haben. Für Innovation in einer Welt, die sich ständig wandelt, ist man darauf angewiesen, dass man
nicht nur mit dem, was man als Masterabsolvent mitbringt, zu agieren, sondern sich fortwährend weiterzubilden. Wie geht ein Unternehmen wie die BASF damit um? Ja, das Thema ist natürlich in aller Munde, nicht lebenslanges Lernen, das gilt bei uns auch. Wir versuchen, die Angebote entsprechend zu machen. Wir fordern die Mitarbeiter auch auf, an ihrer eigenen Entwicklung, ihrer eigenen Karriere eben auch zu arbeiten, nicht zu warten, bis das Unternehmen ihnen etwas bietet, sondern selber eben auch aktiv zu werden. Hierfür gibt es eine ganze Reihe von Angeboten, beispielsweise in Ludwigshafen ein Lernzentrum, wo man eben mit neuen Medien auch arbeiten kann, um Wissenslücken aufzufüllen oder auch einfach Interessantes zu lernen, von dem man meint, dass es einem im Beruf oder auch privat weiterhelfen könnte. Im Grunde versuchen wir als Unternehmen ja Wissen zu generieren und von diesem Wissen dann eben Wettbewerbsvorteile zu haben und damit auch Geld zu verdienen. Und letztendlich geht es darum, diese Neugier und diese Wissbegierde und auch diese Veränderungsbereitschaft in den Köpfen immer wieder zu fördern. Neben Ihnen steht Frau Hanft, die sich an der Hochschule mit dem Thema lebenslanges Lernen beschäftigt. Das ist nicht das, woran man als erstes denkt. Man sieht oft das lebenslange Lernen an den Unternehmen, aber ich vermute, Sie haben da eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Ja, also wenn ich auf die Hochschullandschaft schaue, dann ist es tatsächlich ein Thema, was neu ist für die Hochschulen. Die Hochschulen haben sich über Jahre nur am Rande auch mit Weiterbildung befasst. Jetzt erst in den letzten Jahren findet sowas wie ein erstes Umdenken statt. Denn lebenslanges Lernen ist nicht gleich Weiterbildung, das muss uns auch klar sein. Lebenslanges Lernen bedeutet, die Studierenden sehr viel anders zu denken, als das in der Vergangenheit der Fall war. Nicht nur an unsere sogenannten Normalstudierenden zu denken, die nach dem Abitur ein Studium durchlaufen, dann in die Berufstätigkeit gehen und allenfalls dann noch kurze, partielle Weiterbildungen absolvieren. Lebenslanges Lernen bedeutet, auch andere Zielgruppen anzusprechen, sie in die Hochschulen zu führen. Das heißt, ihnen auch zu helfen, studierfähig zu werden. Also das Problem, was wir bei den Schülern haben mit den fehlenden Schreibkenntnissen, das kann man durchaus auch auf Studierende übertragen. Auch da sind die Qualifikationsvoraussetzungen nicht mehr so, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Diese neuen Studierenden oder anderen Studierenden dürfen wir nicht allein stehen lassen mit ihren noch vorhandenen Defiziten, sondern wir müssen sie fördern. Wir müssen sie erfolgreich durchs Studium führen und das auf unterschiedlichsten Wegen, in sehr viel flexibleren Lernangeboten, als das bislang der Fall ist und auch in einem Lernprozess, der nicht auf 2 bis 3 oder 5 Jahre begrenzt ist, sondern sehr viel länger, lebenslang, will ich nicht sagen, hört sich immer so ein bisschen negativ an, aber der lebensbegleitend angelegt ist. Der Stifterverband hat in seiner Studie zur quartären Bildung das Center für lebenslanges Lernen als Best-Practice-Modell ausgezeichnet. Was kann man von Ihnen lernen? Ja, gute Frage. Was kann man von uns lernen? Ich glaube, was wir gemacht haben in Oldenburg ist, dass wir sehr schnell und sehr früh Forschung in der Weiterbildung, im lebenslangen Lernen, auf Hochschulentwicklung übertragen haben. Das heißt also, wir haben Forschung und Maßnahmen eng miteinander verknüpft. Konkret heißt das, dass wir bereits vor 10 Jahren erste berufsbegleitende Studiengänge eingeführt haben, Bachelor- und Masterstudiengänge übrigens. Wir haben einen Bachelor Business Administration, der gehört zu den erfolgreichsten Studiengängen überhaupt bei uns im Weiterbildungsbereich. Und den haben wir so früh eingeführt, bevor die KMK mit ihren Strukturvorgaben diese Studiengänge verhindert hat. Also andere Hochschulen nach uns dürfen nach den KMK-Vorgaben über die Weiterbildung keine Bachelor-Studiengänge einführen. Da waren wir sehr früh dabei und heute ist es so, dass in verschiedenen Bundesländern diese Entwicklung auch korrigiert wird, denn was wir erreichen müssen, ist tatsächlich eine Durchlässigkeit zwischen beruflicher Bildung und Hochschulbildung hinzubekommen und die beginnt nicht erst auf dem Master-Level, sondern die beginnt auch bereits auf dem Bachelor-Level, zum Beispiel über duale Studiengänge dann auch. Können Sie uns etwas dazu sagen, wie Deutschland, was dieses lebenslange Lernen angeht, im internationalen Vergleich dasteht?
Hinken wir da hinterher? Ist das lebenslange Lernen in der Gesellschaft schon hinreichend verankert? Ja, also wenn ich das jetzt erstmal auf den Hochschulbereich beschränke, wir haben da ein erhebliches Defizit, das muss ich wirklich so sagen, auch wenn wir jetzt dabei sind, dieses Defizit nach und nach auszugleichen, hoffentlich. Das größte Defizit besteht darin, dass in anderen Ländern also die Durchlässigkeit zwischen Berufsbildung und Hochschulbildung sehr viel besser realisiert ist als bei uns. In anderen Ländern werden zum Beispiel berufliche Kompetenzen auf Hochschulstudiengänge angerechnet. Das heißt, die Studierenden brauchen nicht ein komplettes Studium zu absolvieren, sondern bekommen Kompetenz in Form von Kreditpunkten angerechnet. Auch da stehen wir in Deutschland ganz, ganz am Anfang. Die Bereitschaft der Hochschulen, diesen Weg zu gehen, könnte noch weiter gefördert werden, sage ich mal. Und wo wir eben auch am Anfang stehen, ist wirklich Studiengänge so flexibel zu gestalten, dass sie für Berufstätige studierbar sind. Vor allen Dingen auf dem Masterlevel müssen wir, und da macht es Ausland uns vor, Studiengänge hochflexibel anlegen. Wir müssen damit rechnen, das ist in diese Botschaft ist in den Hochschulen bislang nur unzureichend angekommen, dass in der Zukunft ein Großteil der Masterstudierenden berufsbegleitend studieren wird. Und im Ausland ist es so, dass mehr als die Hälfte der Studiengänge auf diese Zielgruppen zugeschnitten sind, auf dem Masterlevel. Im Ausland ist es auch so, dass zunehmend Bachelor-Studiengänge für Berufstätige entwickelt werden. Das gehört zu den Bereichen, zu den am meisten expandierenden Bereichen in der Hochschullandschaft. In Deutschland ist es so, dass diese neuen anderen Zielgruppen bislang überwiegend von den privaten Hochschulen erschlossen werden, die in den letzten Jahren sehr stark im Wachstum sind. Die öffentlichen Hochschulen haben da ja leider noch einen erheblichen Nachholbedarf. Ein anderes Thema, das der Stifterverband als Handlungsfeld gesehen hat, ist die Internationalität der Hochschulen. Frau Wintermantel, wenn Sie die Frage, warum ist das wichtig? Verzeihen Sie, dass ich zunächst doch etwas dazu sage, was Frau Hanft eben gesagt hat, dass unsere Hochschulen die Zeichen der Zeit noch nicht so wirklich verstanden haben. Ich muss dem unbedingt widersprechen, Frau Hanft, Sie werden das verstehen. Wir haben nie zuvor so viele Studierende in deutschen Hochschulen gehabt wie zurzeit. Wir haben über 2 Millionen Studierende. Wir freuen uns darüber. Das ist eine große Chance für dieses Land. Aber die Hochschulen sind natürlich bis zum Anschlag gefordert, diese Studierenden tatsächlich mit der bestmöglichen Ausbildung auch zu versorgen. Und das bringt mich jetzt auch zu der Beantwortung Ihrer Frage, warum Internationalisierung von Hochschulen? Wissenschaft, Akademia war immer schon international oder supranational, kann man vielleicht sagen. Schon immer haben sich Wissenschaftler der Universität Göttingen oder München weltweit mit ihren Kollegen und Kolleginnen verglichen. Was sich verändert hat, ist im Zuge der globalisierten oder der Vernetzung, der internationalen Vernetzung, müssen wir unsere jungen Leute auch international ausbilden. Wir müssen dafür sorgen, dass sie international einsatzfähig sind und Leitungsfunktionen, verantwortungsvolle Funktionen übernehmen können. Das bedeutet, sie müssen lernen, sich in anderen Kulturen zu bewegen. Sie müssen lernen, dass andere Kulturen andere Perspektiven haben, andere Wahrnehmungsperspektiven und auch andere Handlungsgewissheiten. Alles dieses muss einfach oder fordern wir von unseren jungen Leuten, dass sie das lernen, dass sie interkulturell einsatzfähig sind. Ein Unternehmen wie die BASF, Herr Bock hat es ja vorhin gesagt, das ist ja klar, dass dann Leute in China einsatzfähig sein müssen und anderswo auch. So gilt es überhaupt für unsere weltweiten Unternehmen. Und
deshalb muss sozusagen, aber nicht nur für die Unternehmen, auch für unsere Gesellschaft, ist es außerordentlich wichtig, dass unsere jungen Leute lernen, international sich zu bewegen, weil eben auch die Herausforderungen, Herr Kruse hat ja vorhin über die Herausforderungen der Zukunft gesprochen, und diese Herausforderungen machen nicht Halt vor nationalen Grenzen, sondern müssen sozusagen international, transnational bewältigt werden. Darum ist Internationalisierung wichtig. Unsere Studierenden sollen Auslandserfahrungen haben, aber wir wollen auch ausländische Studierende an unseren Hochschulen haben, um diese interkulturellen Fähigkeiten auch tatsächlich aufbauen zu können. Deshalb ist Internationalisierung von Hochschulen nicht einfach nur Austausch, rausgehende Studierenden und reinholende, sondern es bedeutet schon eine Veränderung in der Richtung, dass der Anspruch der Hochschulen der ist, der Anspruch unserer Gesellschaft auch der ist, dass unsere jungen Leute international ausgebildet sind. Fragen wir doch, neben Ihnen steht Frau Popenja. Sie kommen aus Kasachstan, leben jetzt in Augsburg. Was motiviert eine Studentin aus dem Ausland nach Deutschland zu kommen? Ich glaube, dass wir nach Deutschland kommen, um hier ganz tolle Erfahrungen zu sammeln, um ganz viele Herausforderungen an uns zu nehmen, eine Sprache zu erleben, die wir, also die meisten von uns, schon im Heimatland angefangen haben zu lernen, und um hier eine gute Ausbildung zu bekommen und damit auch bessere Perspektiven für die Zukunft. Und ja, also wir sind hier, um die Erfahrungen zu sammeln, von denen nicht nur wir profitieren werden in der Zukunft, sondern unsere zwei Heimatländer, wenn ich das so sagen darf, also in meinem Fall Deutschland und Kasachstan. Und ja, damit wir später zu der Vernetzung zwischen den beiden Ländern beitragen können. Frau Wintermantel hat eben angesprochen, es geht nicht nur darum, deutsche Studenten ins Ausland zu schicken, ausländische herzuholen, sondern sie sollen auch miteinander etwas machen. Da ist Ihr Projekt Student Stories ja ein Beispiel dafür. Wie ist die Resonanz auf dieses Projekt? Ja, wir sind selber sehr angenehm überrascht, dass wir in der letzten Zeit so viele Auszeichnungen bekommen haben, denn wir haben eigentlich ganz klein angefangen, aber jetzt hören sich auch viele Studierende aus dem Ausland unsere Hörspiele an zu den Themen Leben und Studieren in Deutschland, und ja, dass dieser Mehrwert, der sich ergibt aus dem Projekt, der bezieht sich nicht nur auf die ausländischen Studierenden, die ihre Sprachkenntnisse verbessern können oder sich dadurch besser und leichter integrieren können in die deutsche Gesellschaft, sondern davon profitieren auch die deutschen Studierenden, denn sie werden sensibilisiert für die Probleme der Ausländer und ihre Herausforderungen. Sie sehen, dass es uns hier gut geht, dass wir hier mit dem Studium in Deutschland zurechtkommen. Sie sehen das und fragen sie sich, ja, vielleicht soll ich auch selber ins Ausland gehen, ein Semester in China oder in Australien machen, warum nicht? Und ja, ich glaube, das ist das Gute an dem Projekt. Also die Podcasts als Ergebnis der Zusammenarbeit sind toll, aber im Mittelpunkt steht eher dieser Prozess der Zusammenarbeit. Ich würde kurz gerne eine Frage an Herrn Bock richten. Frau Wintermantel hat schon angesprochen, Studenten müssen in der Lage sein, auch über den Tellerrand rauszugucken, in anderen Kulturen aktiv zu sein. Die BASF ist ein global agierendes Unternehmen. Sehen Sie die Bewerber qualifiziert genug dafür oder fehlt da was? Also ich finde das eindrucksvoll, was heute passiert an den Universitäten. Der Auslandsanteil liegt ja rund bei 20-25% derjenigen, die rausgehen. Das war zu meiner Zeit nahe null. In vielen Studiengängen ist es heute Usus, im Ausland Erfahrung zu sammeln, zumindest als Praktikant, sodass wir uns in dieser Richtung eigentlich nicht beklagen können. Die Internationalität der Studenten ist wirklich ausgeprägt. In einigen Fällen Juristerei, natürlich immer noch sehr deutsch, Ingenieur, nichts gibt über einen deutschen Diplom-Ingenieur, die gehen auch nicht so oft raus. Aber da ist vielleicht noch Nachholbedarf. Aber insgesamt ist das heute eine ganz andere Internationalität als früher, und wir bekommen eigentlich auch die Leute, die den Mindset haben, raus wollen, auch neugierig sind, auch Abenteuerlust mitbringen und eben was erleben wollen. Ein anderer Punkt ist, die Studenten, die dann hergekommen sind, vielleicht auch hier zu halten. Ich weiß nicht, Frau Popenja, haben Sie schon Pläne für die Zeit nach dem Studium? Das ist eine sehr schwierige Frage, die mir oft gestellt wird, und ich weiß nie, wie ich darauf antworten soll.
Aber also erstmal möchte ich natürlich mit meinem Studium fertig werden, in 1,5 Jahren mit dem Bachelor und dann eben auch mit dem Master hoffentlich. Und nach dem Studium würde ich sehr gerne meine fachlichen Kenntnisse aus den Bereichen Medien und PR mit meinen internationalen Erfahrungen zusammenbringen und mit deren Hilfe wiederum zu der akademischen Vernetzung beitragen. In welcher Form und wo auf der Welt das geschehen wird, das kann ich leider noch nicht sagen. Okay. Frau Wintermantel, Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, es gibt viele ausländische Studenten, die nach dem Studium gerne in Deutschland bleiben würden, aber viele schaffen es nicht. Was kann man da tun? Also ich denke, also der Deutsche Akademische Austauschdienst unterstützt ja akademischen Austausch. Und es ist völlig klar, dass wir wollen, dass unsere ausländischen Studierenden, dann irgendwann Absolventen, dann auch wieder zurückgehen und in ihren Ländern verantwortungsvolle Positionen übernehmen und dann auch Freunde Deutschlands sind, Freundinnen und Freunde Deutschlands auf der ganzen Welt. Und gerade der DAD verfügt über eine große Familie ausländischer, also von Absolventen, die im Ausland und man kann das bei vielen Gelegenheiten nachvollziehen, das ist so. Aber natürlich wollen auch einige der Absolventen, der ausländischen Absolventen bei uns bleiben und wir sollten das begrüßen. Wir sollten sie unterstützen und die, es wird, also wir haben auch im Gesetzeszusammenhang viele Erleichterungen, gerade in den letzten Jahren, geschaffen dafür, dass unsere ausländischen Absolventen auch bei uns bleiben können. Und ich denke, dass sollte man, also die Willkommenskultur, die wir an den Hochschulen haben, sollten wir auch in den Unternehmen haben für ausländische Absolventen. Aber wir haben natürlich auch immer, also Sie haben so schön, so gut Deutsch gesprochen, ich muss Ihnen ein Kompliment machen, so gut Deutsch gesprochen, aber wir haben natürlich auch ein bisschen auch ein Sprachproblem dann auf dem Arbeitsmarkt. Wir haben inzwischen in den Hochschulen ja viele englische Studienangebote, Englisch ist die Universalsprache, aber wir haben schon auch ein bisschen ein Sprachproblem, vielleicht auch ein paar psychologische Probleme, wenn ich das so sagen darf. Viele von den jungen Leuten wollen bei uns bleiben, viele, ja, trauen sich vielleicht nicht so recht. Wir müssen entsprechend dafür sorgen, dass wir eine Willkommenskultur haben, denn wir wollen ja auch ausländische Absolventen in unseren Unternehmen. Ich möchte noch einmal zurückkommen zum Stifterverband und Sie, Herr Schlüter, fragen, weil es ja so viele Projekte zum Thema Bildung gibt, was hat sich der Stifterverband überlegt, um zu sagen, das ist unsere Herangehensweise, wir machen das anders, wir machen das vielleicht auch ein bisschen besser. Ja, vielleicht zwei Aspekte, die wir verändern wollen. Das eine ist, wir machen diese Aktivitäten, die wir geplant haben, nicht alleine. Es gibt viele verschiedene Institutionen, die auf diesem Feld oder den Feldern unterwegs sind. Und gerade auf zwei großen Teilfeldern haben wir vor, uns mit anderen zusammenzuschließen, um gemeinsam Ideen zu entwickeln, aber auch dann um gemeinsam als Sprachrohr in die Öffentlichkeit zu gehen, damit man nicht jeweils allein Vorschläge macht, sondern abgestimmt mit allen anderen Akteuren, die sich auf diesem Feld bewegen. Und das werden wir zentral machen im Bereich der MINT-Fächer. Also wie gelingt es, mehr Absolventen in den sogenannten MINT-Fächern zu bekommen? Da gibt es eine demnächst breite Allianz, wo unterschiedliche Akteure mit beteiligt sind, die aus unterschiedlichen Sichtweisen versuchen, da was zu machen. Das Zweite Feld wird die Lehrerbildung sein. Auch da agieren wir nicht alleine, neben anderen positionieren wir unsere Vorschläge in der Debatte, sondern versuchen abzustimmen, was da die unterschiedlichen Ansätze sind und eine gemeinsame Sprache zu bilden, in Richtung Politik vor allen Dingen, aber auch in Richtung der Institution. Das ist sozusagen der erste neue Ansatz in diesem Konzept. Der zweite neue Ansatz liegt darin, dass wir ja eigentlich zum ersten Mal präzise versuchen, die Bildungsziele zu beschreiben, die unser Bildungssystem erreichen sollte. Es gibt immer wieder viele Diagnosen über Defizite in einzelnen Teilbereichen, in der frühkindlichen Bildung, beim lebenslangen Lernen und wie auch immer. Wir haben uns vorgenommen, auf unterschiedlichen Feldern, die meisten Stichworte sind genannt, Internationalisierung, quartäre Bildung, MINT-Fächer, Lehrerbildung und das Erreichen der sogenannten bildungsfernen Schichten, Ziele zu formulieren, um dann im Zeitablauf
immer zu verfolgen, wo haben wir uns weiterentwickelt, wo sind wir nicht vorangekommen, was sind die Treiber für positive Entwicklungen, was sind Hemmnisse für einzelne Defizite, die nicht verändert werden, um dann gezielt mit einzelnen Förderprogrammen anzusetzen, in den Feldern, wo wir glauben, da gibt es Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, aber es ist noch nicht ausreichend unterstützt. Also das ist der zweite neue Ansatz, wirklich messbare Ziele zu formulieren und dann auch im langfristigen Zeitablauf zu analysieren, wo und warum sind wir nicht oder doch weitergekommen. Vielen Dank. Meine letzte Frage würde ich gerne an Herrn Bock richten. Sie haben erwähnt, die BASF engagiert sich auch auf ganz anderen Feldern. Die Wissensfabrik haben Sie erwähnt. Was bedeutet für Sie das Engagement im Stifterverband in dieser Bildungsinitiative? Gut, der Stifterverband ist die übergreifende Initiative, wirklich der Schirm über allem gespannt. Und ich finde es gut, dass wir uns jetzt dem Thema nochmal so intensiv zuwenden, auch das Thema Bildung etwas weiter definieren als nur akademische Bildung. Ich habe im Grunde drei Gedanken dazu. Das eine ist, und das zeigt ja auch die Hochschullandschaft derzeit, mehr Autonomie und mehr Wettbewerb helfen. Das sollten wir eigentlich auch im schulischen Bereich wirklich zulassen. Wobei ich da nicht allzu viel Hoffnung habe derzeit, aber ich glaube, es würde helfen. Der andere Punkt, und das hängt jetzt mit dem Stifterverband auch zusammen, uns wird ja häufig vorgeworfen als, ich sag mal, Krämersälen in der Wirtschaft, dass wir eine Ökonomisierung der Bildung wollen, also berufsfertige Absolventen. Ich glaube, der Vorwurf ist nicht berechtigt, aber Bildung hat natürlich einen ökonomischen Aspekt und den müssen wir immer wieder betonen. Es gibt keine bessere Investition als in die eigene Bildung. Und wenn wir über das große Klima auch in Deutschland derzeit nachdenken und die Spannung, die wir haben, Bildung sichert eben Teilhabe am sozialen und wirtschaftlichen Aufstieg. Und deshalb müssen wir uns diesem Thema wirklich stärker zuwenden. Das ist der Kitt, der die Gesellschaft auch zusammenhält. Und insofern haben wir auch als BASF ein großes Interesse daran. Denn nur dann werden wir hier erfolgreich sein. Herr Bock, herzlichen Dank. Auch herzlichen Dank an die anderen Damen und Herren auf dem Podium. Herzlichen Dank an Sie für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war kurzweilig und informativ für Sie. Und der nächste Programmpunkt ist ein bisschen Musik. Vielen Dank.